Hallo und herzlich willkommen zum ersten Tutorial von 7 Days to Die in der Alpha 14.6. Was möchte ich hier zeigen? Und zwar richtet sich dieses Tutorial an alle Beginner mit 7 Days to Die. Ich starte mal ein neues Game und möchte euch zeigen, worauf es dann ankommt, worauf muss ich achten, was muss ich als erstes tun bei 7 Days to Die. Wie komme ich am besten durch die Tage, dass ich auch die 7er Horde überlebe, die 14er Horde und so weiter und so fort. Als erstes wähle ich mal hier im Game Mode den Singleplayer. Wir haben hier noch den Multiplayer und den Kreativmode. Im Kreativmode gibt es keine Zombies, ist also total uninteressant. Für mich zumindest. Game World nehme ich Random Gen und der Name Tuto, nennen wir das einfach mal. Tuto 1. Tutorial 1. So, dann gehen wir mal in die Standard Options rein. Hier ist meine Lieblingseinstellung Zombies Run, Never Run. Also Zombies können niemals rennen. Das wäre ansonsten so, ab 22 Uhr Ingame-Zeit fangen die Zombies an zu rennen bis 4 Uhr morgens. Da ich das nicht möchte, weil ich stehe nicht auf rennende Zombies, habe ich das hier ausgeschaltet. Und dann gibt es hier noch die Modded Option. Den Cheat Mode habe ich ausgeschaltet. Wenn ihr also cheaten wollt, das heißt zum Beispiel ihr habt keine Pfeile mehr, dann könnt ihr euch hier über den Cheat Mode natürlich immer wieder neue Pfeile rancheaten. Das lassen wir alles so stehen, wie es ist. Also Cheat Mode off. Und wir gehen mal auf Start. Dann dauert das immer ein paar Sekunden, bis das Spiel erstmal lädt. Das muss ja jetzt erstmal alles aufgebaut werden. Und dann sind wir mal gespannt, in welchem Gebiet wir jetzt gleich spawnen werden. Ich hoffe nicht im Atombiom oder im verbrannten Biom. Es gibt ein paar Biome, die möchte ich immer meiden, gerade am Anfang, ne? Und wir lassen uns einfach mal überraschen. Und hier geht's schon los. Building Environment. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Wir sind hier auf einer Hauptstraße gespawnt. Jetzt kommt hier noch ein kleiner Hinweis über das Wasteland. So, jetzt gucken wir uns als erstes mal um. Wir haben hier einen Fichtenwald, so wie es ausschaut. Das ist ganz positiv. Und wir haben hier Gras an der Seite. Eine Hauptstraße ist immer Gold wert. So, als erstes müssen wir uns mal rechts auf unserem Bildschirm orientieren. Hier steht Craft a Stone Axe. Dazu brauchen wir Plant Fiber. Plant Fiber, was ist das? Das ist dieses Gras hier. Einmal, zweimal, das kann ich so mit der linken Maustaste quasi abschlagen und die Steuerung erfolgt dann ganz normal über WASD. Oh, hier unten ist sogar schon Wasser, das ist auch sehr gut. Ne, Wasser braucht man ja immer wieder. Ich schlage jetzt hier erstmal ein bisschen was ab. So, und als nächstes brauchen wir dann Wood, also Holz. Dann gehen wir mal hier hin. Das ist so ein totes Bäumchen. Da schlagen wir mal ein paar Mal drauf ein. So. Dann brauchen wir noch zwei Steine. Die liegen meistens hier so am Boden rum. Und können mit der E-Taste aufgenommen werden. Also Pick up Stein. Stone. Stein. Und dann werden die einfach so aufgenommen. Und jetzt geht's mit Tab ins Crafting-Menü rein. Hier haben wir dann schon die Stone Eggs. Und wir sagen Craft. Hier unten wird sie gebaut. Und schon haben wir die Axt in der Hand. Und damit schlagen wir jetzt als erstes mal den Baum hier kaputt, weil wir brauchen Holz ohne Ende. Holz, Steine, einiges an Plant Fibers. Wir brauchen jede Menge. Steine natürlich ganz wichtig, weil es bringt mir nichts, wenn ich jetzt nur Holz habe. Ja, und ich habe dann
keine Steine, dann sehe ich auch recht alt aus, was nachher ja, neue Äxte oder Pfeile oder sonst was an. So, ich kann die Axt auch aus der Hand legen, indem ich mir einfach einen freien Taschenplatz über die Tastatur auswähle. Das wären dann die Ziffern 1 bis 8. So, ich hole mir jetzt erstmal hier ein bisschen was noch von dem Blendfiber her. Ups, na komm, hopp. Hol mir hier noch einen Stone. Und hier liegt noch ein Steinchen rum. So, dann machen wir mal die nächste Challenge. Heißt, wir müssen uns jetzt Pants, also Hosen, herstellen. Dann brauchen wir ein Shirt, ein Hut und dann brauchen wir Schuhe und Gloves, also Handschuhe. Jetzt gehe ich mit B in mein Buddy-Menü rein und dann kann ich mir die fertigen Sachen mit gedrückter Shift-Taste und linker Maustaste an den Körper werfen. Beziehungsweise ich kann auch das Item hier rausnehmen und einfach hier rüberführen. So, jetzt müssen noch die, genau, die Handschüchchen kommen und schon habe ich die Quest auch erledigt. Hier vorne sehe ich einen Stein, da gehe ich mal eben hin, aber zuvor nehme ich mir den hier noch mit. So, weil jetzt muss ich nämlich gleich auch so einen Knüppel basteln noch. Da kommt schon Craft Wooden Club. Das machen wir gleich auch mal, aber zuvor holen wir uns erstmal hier noch ein paar Steinchen. Gerade am Anfang ist es so, da wo ihr spawnt, da sind erstmal keine Zombies, da habt ihr also erstmal genug Zeit, euch die wichtigsten Materialien ranzuschaffen, ohne gleich in Panik zu verfallen. Das ist schon mal sehr gut. Dann hat man nämlich ein bisschen Zeit, sich so in das Game einzuarbeiten. Wooden Club. Das ist so eine Keule, die ist hier aber jetzt gerade mit 1 gelevelt, also da habe ich bisher noch nie einen Zombie mit erledigen können. Von dem her ist das für mich relativ uninteressant. Ich gehe nochmal eben schnell her und stelle mir nochmal eine Axt her, weil ich sehe hier unten, dass meine Axt im Level 1 gleich kaputt ist. Ich hau hier noch ein bisschen drauf rum. Und als nächstes sollen wir uns einen Pfeil und Bogen herstellen und Federn suchen und Pfeile basteln. Da empfehle ich immer als erstes natürlich die Federn suchen, dann die Pfeile herstellen, dann den Bogen herstellen, weil dann ist der nämlich höher gelevelt. So, den Baum nehmen wir uns auch noch mit. Also wichtig, gerade am Anfang, Holz, Stein, Federn, ja, damit ihr Pfeile habt und euch wehren könnt. So, und da ich jetzt hier schon mal Wasser gefunden habe, werde ich jetzt gleich, ihr seht das unten in meiner Gürtelleiste, auf dem dritten Item, da ist irgend so eine Chili-Suppe, die werde ich mir jetzt gleich mal eben essen, dann kriege ich nämlich eine leere Dose zurück. So, die habe ich jetzt gegessen, kriege ich eine leere Dose und da ich noch keinen Kochtopf habe, aber hier schon Wasser habe, werde ich mir jetzt die Dose mit Wasser füllen. Dazu gehe ich ans Wasser ran und drücke die rechte Maustaste und dann habe ich da quasi schon verstrahltes Wasser drin. So, jetzt haben wir hier Müll, da gucken wir mal mit E rein, ob wir da irgendwas brauchen können, natürlich nicht. Mit M gucken wir mal eben auf die Map. Wo ist denn jetzt nochmal die Straße geblieben? Die ist dort. Das heißt, ich muss in diese Richtung. Und da läuft dann auch ein Weg entlang, so wie ich das gerade gesehen habe. So. Genau, hier sind die. Da vorne das Auto werde ich jetzt erstmal eben looten, indem ich da hinlaufe und mit E
mal eben in das Auto reingucke, ob da irgendwas für mich drin ist. Und dann gehe ich aber wieder zurück, weil da war nämlich gerade ein schöner Weg, der von der Straße wegging. Und da wir da ja auch Wasser haben, ist es ja nicht so die schlechteste Idee, jetzt an ein Häuschen zu kommen. Weil wir brauchen jetzt erstmal einen Unterschlupf für die Nacht. Und jetzt gucken wir aber in der Zeit schon mal direkt auf den Boden, ob wir hier irgendwo ein Nest entdecken. Oh, das ist immer recht schwierig. Hier ist ein Nest. Da ist ein Nest. Ja, 13 Federn immerhin. Heißt Receive Arrows. Und dann volle Suppe. Wir werden auch mit Sicherheit die Federn gleich brauchen. Hier ist auch nochmal ein Nest. Weil es ist so, dass man doch für die Zombies gerade am Anfang ein bisschen gute Feuerkraft braucht. So, jetzt gehen meine Steine aber schon wieder zur Neige. Das heißt, ich muss mir hier mal eben noch ein paar Steine kloppen. Und lasse natürlich in der Zeit schon wieder eine Axt erstellen, weil die ja auch schon wieder gleich kaputt ist. Und ein Bow brauchen wir, also einen Bogen, damit wir auch die Pfeile abschießen können. Da vorne läuft ein Hirsch auf 12 Uhr. Den werde ich mir jetzt aber noch nicht vorknöpfen. So. So, jetzt sagt er zu mir, ich brauche 3 Woodframes, soll ich mir schon mal herstellen. Woodframes sind so die Standardelemente, die man zum Bauen benötigt. Das werde ich jetzt gleich auch mal tun. So, jetzt warten wir noch eben, bis die Axt hier kaputt ist. So, das ist jetzt schon passiert. Dann nehmen wir das Getränk mal hier auf den Platz und den Bogen hier rein. Schalten auf den Bogen um und spannen einen Pfeil schon mal mit R hinein. So. Dann geht es erstmal weiter. Immer auf der Suche nach irgendwelchen Nestern, die wir finden und dann auch looten können. Na, das ist manchmal gar nicht so einfach. Im Wüstenbiom, da ist es sehr einfach, Nester zu finden. Und im Schneebiom ist es auch super einfach. Allerdings sind das auch so Biome, ich weiß nicht, ob man da unbedingt starten möchte. Dann gehen wir ein bisschen hier querfeld ein. So. Schwupps, das gibt schon ein bisschen Holz. Ja, manchmal klingt das auch so nach Holz, wenn man auf den Boden tritt, dann ist man über ein Nest gestolpert. Ja, noch ein Nest wäre schön mit so ein paar 20.000 Pfeilen drin. Aber, also wichtig ist immer, wenn ihr an der Hauptstraße seid, dann gehen immer solche Wege hier, solche Sandwege von den Hauptstraßen ab. Und diese Wege führen meistens zu irgendwelchen abgelegenen Häusern. Und das ist relativ wichtig, dass ihr am ersten Tag zumindest oder für die erste Nacht oder die ersten Nächte eine sichere Unterkunft habt, wo ihr euch zumindest zurückziehen könnt. Ich glaube, da vorne ist ein Zombie, oder nicht? Ne, ich habe schon Hallos.
So, wir lassen auf jeden Fall schon mal jetzt die Wood Frames herstellen. Wood Frame hier. Die wollen 3 Stück. Ich sag aber, ich brauche direkt 10. Craften. Das kann ja ruhig schon mal erstellt werden, während wir hier langlaufen. Da vorne ist ein Nest. So, das waren auch nochmal 6 Federchen. Ja, habe ich jetzt da gerade ein Haus durchschimmern sehen? Ich weiß es gar nicht. Nee. Aber hier vorne. Mal schnell auf den Bogen wechseln. Hier habe ich auch noch ein Nest gesehen. Na komm. Receive Arrows. Oh, ein Schmiedehaus. Da ist direkt sogar eine Schmiede drin. Wasser haben wir hier vorne. Jetzt ist nur die Frage. Da vorne spawnt der erste. Und ich höre, welche laufen. Ja, das sind 2. Bisher habe ich nur 2 gesehen. Ich laufe mal in einem etwas größeren Abstand um das Haus herum. Da vorne ist ein dritter. Im Haus selber weiß ich nicht, ob da einer ist. Hier ist auf jeden Fall noch ein Nest. Die 8 Pfeile lassen wir auf jeden Fall auch noch herstellen. Oh ja, da vorne sind... Und in meiner Nähe ist auch einer. Das ist natürlich... Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir die erledigen. Okay, immer auf den Rücken achten. So, wenn wir den jetzt noch schön in den Kopf treffen. Dann haben wir den ersten Dicken schon mal erledigt. Okay, das war nix. Ein paar Meter zwischen uns bringen. Dieser hier, das ist so ein relativ aggressiver Zombie, der auch ordentlich einstecken kann. Vorbeigeschossen, das ist natürlich ganz... Oh, da oben kommt auch noch eine Tante. Wundervoll. Okay.
wieder zurück. Der Baum ist nicht gerade günstig jetzt hier drin. So, wo? Da haben wir auch noch mal Schwein gehabt gerade. Ach, er steht wieder auf. So, die ist tot. Und jetzt stirbt doch einfach. So, der ist tot. Der hat ja auch noch viel eingesteckt. Wo ist die andere? Hier war sie doch vorhin noch. Da vorne ist sie. Die loot nur auch mal eben. Oh mein Gott. Daneben geschossen, vom Baum gerannt. Ach du Schande. So. Normalerweise müsste ich jetzt Glück haben. Machen wir erstmal die Tür auf. Und dann haben wir Woodframe. Damit verrammeln wir das mal ebenso prophylaktisch. Und gehen wir hier runter. Und werten das mal eben auf, damit hier so schnell keiner reinkommt. Bücherregal. Das war klar. Ich mache hier mal die schwachen Scheiben raus und setze dafür mal hier meine Woodframes rein, die ich dann hier aufwerte, die mir auch schon wesentlich mehr Sicherheit geben. So, wie viel habe ich noch? 6 Stück. Ne, auf 7 sind die. So, jetzt gehen wir erstmal so ein bisschen provisorisch an die Sache ran und machen das schon mal dicht. So, das hier unten hauen wir mal raus. Weil da will ich meine 2 Woodframes noch reinsetzen. Damit wir hier so einigermaßen gesichert sind. Und dann müssen wir gleich einen Schlafsack konstruieren.
So. 7. Das werden wir erstmal hier aufwerten. Und dann hier nochmal einen rein. Und den werden wir auch nochmal aufwerten. So. Dann haben wir uns das soweit schon mal ein bisschen dicht gemacht. Hier gehen wir mal her und werten das einfach mal ein bisschen weiter auf. So, und die Eingangstür nehmen wir raus, weil Türen sind nur Einladungen für Zombies. Aber vorher machen wir uns natürlich noch mal Woodframes. Woodframes, ruhig noch mal 10 Stück, wenn es geht. Ja, geht. So. Und dann schlagen wir die Tür hier auch mal kaputt und nehmen die direkt komplett raus. Dicht. So, dann hauen wir hier mal die Kohle raus. Daraus können wir Fackeln machen. Wird ja nachher dunkel. Und jetzt kümmern wir uns noch gar nicht um die Schränke, um alles, sondern wir kümmern uns jetzt erstmal um unsere Absicherung hier drin. Indem wir hier erstmal eine Door herstellen. Craft. So, die nehmen wir dann mal auf die 8. Und nehmen hier die Woodframes raus. Und gehen mit der 8 hin. Und. Ja. Na komm. Können wir auch so aufnehmen. Die Fenster hier machen. Oh, da vorne läuft ein Zombie. Die muss uns ja nicht unbedingt jetzt sehen. Deshalb ist das gar nicht verkehrt, wenn wir jetzt eben die Fenster zuklopfen. Weil desto weniger die von uns sehen, desto weniger sind die dann auch hinter uns her. Wobei ich jetzt echt noch mal raus muss. Und muss gucken, dass ich noch mal was Holz einsammle. Oh, was war das? War das ein Nest? Ja, oh. Perfekt. Direkt mit 10 Federn. Da oben schwankt ein Zombie noch.
ganz vorsichtig hier gucken. Die Treppe zu hier. Na, komm. Fürs Erste müsste das erstmal reichen. So, dann gehen wir mal hinunter. Ah ne, erst machen wir unsere Bedroll. Das heißt, im Schlafsack legen wir hin. Sollten wir denn sterben, dann spawnen wir wieder hier an unserem Schlafsack. Der Schlafsack nennt sich Bedroll. Den craften wir eben. 18 Sekunden. In der Zeit tausche ich mal eben meine Mützen aus. Scrap. Das ist doch bestimmt für eine Frau gewesen. Wie sehe ich jetzt aus? Naja. Mut zur Hässlichkeit. So, dann nehmen wir die Bedroll. Und die pflanzen wir dann eben dahin. So, dann bin ich dahingehend schon gesichert. So, dann gehen wir wieder hier runter. Dann haben wir hier eine Forge. Jetzt brauchen wir ein Campfire. Und ihr erinnert euch bestimmt, ich habe vorhin gesagt, wir hatten ja Wasser und ich nehme mir eine Büchse mit Wasser mit, weil ich ja noch keinen Kochtopf habe. Das hat auch einen Grund, weil jetzt kann ich nämlich mit einem kleinen Trick hingehen und nehme hier einen Holzspatel raus, lege den hier oben rein. Ja, ist ja gut. Und leg mein restliches Holz zum Beispiel hier rein. Und sage dann hier Bolt Wasser. Ja, guck. Und schon kriege ich eine Portion Wasser wieder gekocht. Jetzt warte ich eben, bis das fertig ist. So. 3, 2, 1, Ende. Mach ich aus. Nimm mir quasi mein Holz wieder raus. Und mein gekochtes Wasser. So, jetzt gucke ich mal weiter, was es hier alles für mich gibt. Hier im Bücherregal habe ich ja vorhin schon reingeguckt. Gibt es nicht viel. Was haben wir hier? Nichts. Hier soll Bier drin sein. Also, da sind zwei leere Gläser drin. Hier sind Kaffeebohnen drin. So, jetzt ist wichtig. Jetzt habe ich ja diesen Schrank und diesen hier gelootet. Aber das hier in der Ecke ist auch nochmal ein Schrank. Also den bitte auch immer einmal looten. So, dann haben wir noch eine Büchse. Okay. Der Ausbeute ist nicht ganz so gravierend gut. Ah ne, da war ja MC, haben wir ja schon gehabt. Okay. Genau. Und hier. Und hier ist auch nichts. Okay. Die Stühle kann ich zum Beispiel nehmen. Die kann ich fürs Lagerfeuer verwenden. Die brennen ganz gut. Hier haben wir noch eine Toilette drin. Hier. Also meistens Wasser. Oh, eine Knarre. Oh, das ist natürlich genial. Das hat sich mal gelohnt. Das hat sich ja wirklich mal gelohnt.
So, jetzt brauche ich natürlich irgendwann auch mal eine Kiste, wo ich meine Sachen abstelle. Die lasse ich mir jetzt eben mal herstellen. Secure Chest. Und die packe ich mir dann hier in meinen Taschenplatz rein. So, die ist auf A3. Und dann kann ich die hier schön hinstellen. Die Secure Chest, die ist immer verschlossen, also nur für den Spieler selber zugänglich. Es sei denn, man drückt lange auf E und geht dann hier auf Unlocked. Dann ist die für jeden frei. Ansonsten wieder Locked und dann ist die nur für euch zu haben. So, was packe ich denn hier rein? Hier packe ich mal mein Futter. Das ist natürlich genial. Eine Knarre schon. Zwar eine schlechte, aber naja, besser als nichts. So, Painkiller. Daraus mache ich mir mal direkt Fackeln. So. Das Papier brauche ich nachher für Munition. Da so weit sind wir noch lange nicht. Den Kleber brauchen wir auch noch nicht. Die Eier auch noch nicht. Das scrappen wir schon mal direkt für die Forge. Glas brauche ich so in dem Moment auch nicht. Den Kaffee auch nicht. Den Wooden Club auch nicht. Ja. Soweit würde ich sagen, sind wir für den ersten Tag. Halt, stopp, haben wir den Kühlschrank eigentlich schon gelootet? Ja, für den ersten Tag schon mal recht gut aufgestellt, wie ich meine. Ich werde jetzt noch eben hier in das Campfire die zwei Stühle reinlegen. Als Feuermaterial. Dann kann ich die nämlich hier schön verbrennen. Das kann ich aber auch ganz schnell wieder ausmachen. Dann werde ich mir mal eben ein, zwei Fackeln hier noch hinsetzen. Dazu laufe ich einfach an die entsprechende Stelle, wo eine Fackel sein soll. Drücke die rechte Maustaste. Und dann hängt da schon so eine Fackel. Ja, ich würde sagen, das war für den ersten Tag doch mal ein ganz guter Start. Wir lassen das jetzt erstmal so stehen und machen dann gegebenenfalls ein weiteres Tutorial, wie man den zweiten Tag überleben kann und so weiter und so fort. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da bitte und ja, vielleicht auch einen kleinen netten Kommentar, würde ich mich freuen. Danke, tschüss.